Und damit herzlich willkommen beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem Ä. Und heute möchte ich gerne mit euch über das Nobelgartenfest 2021 sprechen. Ja, tatsächlich mal ein Eventvideo bei mir auf dem YouTube-Kanal. Es gibt dieses Jahr tatsächlich nicht sonderlich viele Neuerungen im Gegensatz zum Vorjahr. Das Einzige, was sich ändert, ist tatsächlich eine Kleinigkeit beim Gluthof für die Ventier. Da ich selbst aber in Shadowlands zu den Kyrianern gewechselt bin, kann ich das tatsächlich nicht wirklich nachvollziehen, geschweige denn zeigen. Ansonsten ist das Event das gleiche wie im Vorjahr. Für mich zum Beispiel bedeutet das, nach Brill zu gehen, dort haufenweise Eier einzusammeln, sie zu öffnen und die Schokolade, die darin enthalten ist, beim Nobelgartenhändler gegen Items einzutauschen. Es sind im Prinzip die gleichen Items wie auch in den Jahren davor. Ihr habt die Möglichkeit, euch Transmog-Vorlagen zu holen, Haustiere zu kaufen oder für ganze 500 Schokolade könnt ihr euch das schnelle Frühlingsschreiter-Mount holen. Das ist tatsächlich auch für Goldmaker so ziemlich das einzig Interessante an der ganzen Geschichte, denn dieses Mount verkauft sich im Laufe des Jahres grundsätzlich wunderbar. Es gibt so ein, zwei Sweet Spots in Brill zum Beispiel, die in denen ihr einfach nur AFK stehen könnt und habt dort Zugriff auf mehrere verschiedene Punkte, an denen Eier spawnen können. Grundsätzlich gilt die Faustregel, je mehr Leute aktuell in dem Gebiet sind, desto schneller spawnen die Eier auch nach und ihr habt schneller die Möglichkeit, an sie heranzukommen. Die ersten Leute haben im Discord tatsächlich schon gepostet, sie haben für ihre ersten 500 Eier gerade mal eine Stunde gebraucht. Von daher, wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt und Interesse daran habt, das Mount zu bekommen bzw. es im Auktionshaus zu verkaufen, nehmt euch einfach eine Stunde Zeit, genießt die Ruhe, schaut nebenbei eine Serie und farmt euch die Eier zusammen. Für diejenigen unter euch, denen das Gefarme an sich nicht liegt, die aber trotzdem etwas aus diesem Event mitnehmen wollen, jetzt ist der beste Moment gekommen, um einzukaufen. Das Mount selber ist natürlich nicht beim Anlegen gebunden, sprich ihr könnt es im Auktionshaus verkaufen. Jedoch jetzt gerade, wo das Event stattfindet, gehen sehr, sehr viele Spieler los, sammeln die Schokolade, tauschen es gegen das Mount ein für sich selbst, beziehungsweise erhoffen sich davon, schnell ein bisschen Gold zu verdienen und setzen es ins Auktionshaus. Natürlich machen das nicht nur zwei oder drei Leute, sondern gleich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte oder Tausende Spieler auf die gesamte Spielerschaft gesehen. Wenn wir uns das im Undermine-Journal mal angucken, kann man hier tatsächlich wunderbar sehen, dass eben seit das Event besteht, grundsätzlich, das Blaue hier ist der Preis und das Rote ist die verfügbare Menge. Die Menge steigt grundsätzlich zu Beginn des Events. Natürlich, klar, jeder geht los, farmt die Schokolade und setzt das Vieh ins Auktionshaus. Demnach aber dadurch, dass es deutlich mehr Angebot gibt und die Leute natürlich möchten, dass genau ihr Mount verkauft wird, sinkt der Preis immer und immer weiter. Im Laufe des Jahres dann tatsächlich wird das Angebot immer weniger, weil immer mehr rausgekauft werden. Der Preis dafür steigt aber. Es ist jedes Jahr im Prinzip das Gleiche. Wenn wir uns beispielsweise mal 2018 ansehen, haben wir hier im Oktober 2017 etc. Dort haben wir zum Beispiel den 26. März 2018. Da war der Regionalpreis bei 96.600 plus und es waren gerade mal 229 verfügbar. Ein paar Tage später, nach Start des Events, war die Menge deutlich höher, 1.653, aber natürlich, weil es auch mehrere Anbieter waren, die sich jedes Mal immer und immer wieder unterbieten, ist der Preis runter auf 38.000. Und es ist jedes Jahr im Prinzip das Gleiche. Die Kurve steigt rot stark nach oben, grundsätzlich im April, wenn das Event startet, aber der Preis ist ziemlich weit unten. Und im Laufe des Jahres steigt der Preis immer weiter nach oben, weil das Angebot natürlich immer weniger wird, die Leute das Mount aber trotzdem haben wollen. Also ein wunderbarer Zeitpunkt gekommen, jetzt die Mounts einzukaufen und sie im Laufe des Jahres zu verkaufen. Denn, wie gesagt, Mounts gehen immer. Gut, so viel quasi dieser kleine Tourtipp von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nobelgartenfest 2021 und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.